Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Benzinfeuerzeug wieder auffüllen könnt. In meinem Fall ist das ein Zippo-Feuerzeug. Dazu habe ich hier auch das Zippo-Feuerzeug-Benzin mir geholt. Das gibt es bei jeder Tankstelle eigentlich für einen günstigen Preis. So, als ersten Schritt, um das Feuerzeug wieder mit dem Benzin aufzufüllen, klappt ihr einmal das Feuerzeug auf und dann nehmt ihr es hier beim Kopf und haltet den unteren Teil fest und schiebt es dann somit heraus. Den Teil, also die Hülle, die könnt ihr erstmal wegstellen, denn die brauchen wir nicht mehr. Also erstmal nicht mehr. Das Wichtige ist jetzt hier der Unterteil und das hier muss man dann, also dieser Stoffrahmen, diesen muss man dann jetzt hochklappen und darunter erscheint dann hier Watte. Und diese Watte müssen wir dann jetzt gleich mit diesem Feuerzeugbenzin auffüllen. Dazu mache ich das hier erstmal auf. Hier ist dieser Hahn, muss man dann mit dem Fingernagel so diesen Hahn hochgeben. Das geht auch mit einer Münze sehr gut. Ich mache es jetzt gerade mit den Fingern, so. Und dann ist es auch schon offen. Jetzt habe ich hier diese Watte und dann tröpfel ich hier einfach mit dem Benzin vorsichtig die Watte voll. Die Watte soll jetzt nicht triefen, aber es soll halt ausreichend Benzin drin sein, damit das Feuerzeug wieder funktioniert. Einfach drauf drücken und dann sollte das funktionieren. So, sollte jetzt auch reichen. Und dann könnt ihr einfach das, könnt ihr die Hülle wieder nehmen, das wieder reinstecken. Und das war's. Dann solltet ihr ein wieder voll funktionsfähiges Feuerzeug haben. Könnt ihr mal ausprobieren. Und wirklich, die Flamme erleuchtet und es kann wieder losgehen. Danke fürs Zusehen und das war's.